So, Zeit noch ein paar Termine anzusagen. Heute gibt es um 19 Uhr hier in der Ohlauer Straße 12 im Irving-Sola-Haus noch eine Infoveranstaltung zur Blockade am Donnerstag, den 14.02. Morgen, Sonntag, den 10. Februar, gibt es um 14 Uhr auch hier im Irving-Sola-Haus ein Blockadetraining. Wem irgendwie Blockadetraining zu anstrengend ist und er mehr auf Kultur steht, der kann zur gleichen Zeit eine Stunde später um 15 Uhr in die Regenbogenfabrik in der Lausitzer Straße 22 ein Theaterstück, und zwar ein Seniorentheater aus Neukölln, im Mieterin Kampf sehen, die Sultaninen. Und am Mittwoch, den 13. Februar, gibt es ab 22 Uhr die lange Nacht der politischen Kunst und Kultur im Stadtteilzentrum in der Lausitzer Straße 8. Und dann am Donnerstag, den 14. Februar ab 7 Uhr, die Blockade der Zwangsräumung. Assalamu alaikum. Achwan al-Arab. Ihr Tarikh 14.02. 2013. الساعة السابعة صباحا يجب على عائلة مكونة من 5 أشخاص إخلاء سكنها إجباريا، ولكن هي عزيمتنا وقدرتنا. قوموا نغلق الدخول إلى منزل هذه العائلة، وفي هذه المناسبة محتاجين إلى تذمركم والوقوف معنا ومع هذه العائلة ومنع المحظور دخول المنزل. وندعوكم قلبيا وقويا في هذه اليوم 14/2/2013 الحضور إلى شارع لاوزيتسر شتراسة 8 الساعة 7 صباحا والوقوف معانا تضامنا وشكرا. Hallo, Nachbarinnen und Nachbarn. Am Donnerstag, den 14. Februar um 7 Uhr soll in der Lausitzer Straße 8 eine fünfköpfige Familie zwangsgeräumt werden. Das werden wir nicht zulassen. Das werden wir mit Blockaden verhindern. Seid solidarisch mit euren Nachbarinnen und Nachbarn. Heute trifft es deine Nachbarin, deinen Nachbarn. Aber gemeint sind wir alle. Deshalb müssen wir uns gemeinsam wehren. Kommt alle am Donnerstag, den 14. Februar um 7 Uhr in die Lausitzer Straße 8. Herkese merhaba ve ısınma yürüyüşüne hoş geldiniz arkadaşlar. Perşembe günü 14 Şubat 2013 Lausitzer Straße 8'de buluşuyoruz. Unutmayın. Bugün hep beraber sizleri yüksek ev kiralarına ve tahliyelere karşı direnişe, sokaklara, kumları dur demeye davet ediyoruz. Sokaklara dökülüp böyle haksızlığa karşı kendimiz ve komşularımız için bir olup direnmeye çağırıyoruz. Bir birlik olarak daha güçlü ve daha dinamik olup bu tahliyeyi durdurmak üzere caddede direneceğiz. Çokluktan güç doğarmış. Bu yüzden sizleri Perşembe günü 14 Şubat saat 7'de Lausitzer Straße 8'e buluşmak üzere bekliyoruz. Bugün bana, yarın komşuma, sonra öbür komşulara ama aslında hepimizi ilgilendiriyor. Biz direneceğiz ve hepimiz kalacağız. Die Familie Gülbol wohnt schon seit 16 Jahren in der Wohnung in der Lausitzer Straße 8. Der neue Eigentümer, André Franel, erhöhte massiv die Mieten, um die Mieter loszuwerden und teurer neu zu vermieten. Die Familie Gülbol klagte, aber alle Gerichte entschieden gegen die Familie. Der Eigentümer konnte wegen eines Fristversäumnisses eine Räumungsklage durchsetzen. Gerichte, Polizei und Politik sind auf Seiten der Besitzenden und Eigentümer. Die Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter sind ihnen egal. Dagegen können wir uns gemeinsam wehren. Kommt zur Blockade der Zwangsräumung am Donnerstag, den 14. Februar um 7 Uhr in die Lausitzer Straße 8.